Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Pharma. Ja, mein Lieben, es ist mal wieder soweit. Wir sind Mittwoch voll am Start und wie ihr schon seht, da steht ein gewisser Herr, der heißt Miguel Manus und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, hab's gerade schon erwähnt, ich habe etwas schweißnasse Hände, weil ich mich freue wie ein kleiner Junge zu Weihnachten, denn ja, der Tino hat hier Einzug gehalten, in diesem Hallo. Sinne. Wunderschönen guten Tag und Dankeschön, dass du da bist, Tino. Ja. Ich fühle mich geehrt, dass ich da sein darf. Ja. Bei dem Projekt. Fahren wir das Projekt. Ganz kurze Info an die Zuschauer, die das jetzt auch auf meinem Kanal sehen. Ich nehme das jetzt mit auf. Das ist nicht die Regel, sondern einfach nur, ich veröffentliche das auf meinem Kanal, um euch einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass es da den Kanal von Excel gibt und der hier dieses wunderschöne Pharma-Projekt macht auf der Hof Bergmann. Da könnt ihr also gerne vorbeischauen, ist unten verlinkt und ja, es wird die einzigste Folge. Einzige Folge ist halt jetzt nur das kleine Special, aber erzähl du, um was es geht. Genau, wir hatten ja, wer sich noch erinnern kann, in der Samstagsfolge, wo das Tontechnisch leider Gottes ein bisschen schiefgelaufen war, aber da hatten wir es ja schön angesprochen, dass wir das 10K-Ziel erreicht haben, demzufolge. Gibt es ein 10K-Special und das ist geteilt in zwei Teile und der erste Teil findet heute statt, zu Ehren mit Tino und ja. Der zweite Teil, da lasst euch noch überraschen, da wird noch ein bisschen was geschnitten und gemacht, da seid einfach gespannt und wenn irgendwo was dahingehend Bescheid weiß, dann steht das natürlich im Community-Tab, da immer mal reinschauen. Ja, und was machen wir heute Schönes, Tino? Ja, das habe ich gehofft, sagst du mir jetzt, weil ich habe ja keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, und zwar, du darfst halt, ich genieße das gerade, ne, dir zu sagen, was du machen willst. Das ist eigentlich bei True Farming nicht viel anders, da kommst du ja auch in letzter Zeit nur so um die Ecke. Ja, hast ja keine Anteile. Und zwar, Tino, du kannst unter Feld 6, wenn du mal auf die Karte schaust, ja. Da ist eine Wiese, da steht noch ein Fendt dort rum mit einem Anhänger dran, da ist noch ein bisschen Gras drin, ne? Ja. Und das können wir mal hier hinten im Hof, ist da, also am Hof ist da ein Fixfermenter. Und da kannst du das schon mal reinschmeißen. Gut, dann komme ich erstmal zum Hof gedonnert mit dem Ding. Genau, und ich werde erstmal etwas Silage vorladen. Denn. Ich würde sagen, das ist ja seit langer Zeit mal wieder, dass ich auf der Hof Bergmann unterwegs bin. Das ist jetzt echt mal krass, ne? Ja, es ist ein schönes Stück schneller bei dir, ne? Ja. Hier gibt es ja auch mittlerweile echt eine große Hausnummer an Produktion. Auf jeden Fall. Also es ist ja Wahnsinn, was hier alles gibt. Du hast ja zum Beispiel, weil du es gerade ansprichst, produktionstechnisch, hast ja, gut, Biogasanlage gibt es eigentlich fast überall. Wir haben eine Böttcherei, haben wir drauf. Wir haben ein Gasthaus. Wir haben was haben wir drauf? Ein Böttcherhaus. Was ist das denn? Also eine Böttcherei. Da werden Fässer hergestellt, Tino. Ach, eine Böttcherei. Ach so eine Fässer. Okay, krass. Ach ja, ja. Okay, Fässer werden da hergestellt. Ich glaube für Dings hier, für was werden die hergestellt? Für Saft hier oder was? Nee. Nee, zum Verkauf. Ach so, die Fässer kann man nicht befüllen. Also ich hab's noch nicht angefangen, deswegen glaube ich, warte, ich gucke einfach mal rein. Ich hab's noch nicht begonnen, weil wie gesagt, es sind so viele Produktionen vorher schon mit drauf. Da kannst du ja, da wirst du ja adlig. Also die sind nur für den Verkauf hier geeignet. Ja. Okay. So, dann hast du ja zum Beispiel, gibt es noch eine Brennerei? Brennerei. Da gibt es, gerade mal hingesprungen hier. Gebrannte Mandeln. Eine Destille, so die kann man natürlich dann in dem Sinne, gut, das ist nur Verkaufstrigger. Ja. Aber dann haben wir noch die Abdeckerei für die toten Tierchen. Dann haben wir Gemüseanbau. Ja. Dann haben wir noch die Molkerei. Genau. Dann noch die Kornmühle. Die Schreinerei. Dann haben wir noch eine Bäckerei. Und dann haben wir noch eine Obstplantage. Ja, ja, ja. Und ein Landhandel. Warte mal kurz, ich bin gerade am Hof. Wo muss ich jetzt hin? Warte, ich komme zu dir. So, wo stehst du? Wo stehst du? Wo stehst hier, du? Hier, hinten. Ja, hier, zu mir. Da muss ich hin. So, und dann kannst du nämlich hier rückwärts reinfahren und dann schauen wir mal, wie das. Ja, verstehe. Genau, dann schauen wir mal, dass das Ding anfängt zu laufen, ja. Gute Schritt kenne ich schon.
So, okay. So, was stellt er hier her? Fermenter, ne? Das ist ein Fermenter, genau. Hier kannst du zum Beispiel Gras, Klee, Heu, Grassilage und auch Gras reinschmeißen. Ja. Ist natürlich auch schön, ne? Schmeißt die Grassilage rein, kommt Grassilage raus. Aber ich kann nicht abladen. Warum Gras nicht? wird nicht angenommen, sagt er. Warum wird das nicht Hey, ankommen? probier du mal. Vielleicht fehlt mir auch irgendwas. Ne, ich hab dir, also Farmmanager hatte ich dir ja gegeben. Also bei mir ging es jetzt nicht. Dann da wird nicht angenommen, was ein bisschen strange ist. Jetzt bei dir? Nö. Der Dau wird nicht angenommen. Geht gar nicht. Bei mir wird gar nichts angezeigt. Echt? Ja. Ja, Das ist dauer. ja, das ist ja schon wieder auf den Punkt genau, ja. Einfach Gras wird nicht angenommen, das ist komisch. Das ist natürlich wieder mal ein Fall für die Zuschauer. Wenn ihr wisst, was hier Phase ist oder warum es nicht geht, könnt ihr mir natürlich oder überhaupt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn ich stehe ja gerade davor wie der Affe vorm neuen Tor. Soll ich den erstmal hier abstellen? Ja, stell den erstmal ab. Da springen wir erstmal zum Global Market Runner. Der ist beim Feld 19. 19, 14. Denn da ist noch ein bisschen Silage. Ja, im Global Market. Nö, hier hinten in Palette. Ach so, ja, willst du hier draufladen? Ja, der brauchen wir dann nämlich bei die Kühe rein. Okay, perfekt. und ja, hab mir nämlich so, weil du kannst ja, wenn du möchtest, kannst du ja gerne mal ein bisschen rumschauen, auf dem Hof zum Beispiel. Gibt es nämlich in der Stallanlage, gibt es nämlich jetzt auch Kälber. Kuhstall? Ja. Moment. Okay, krass. Ach, hier, Lul. Das ist ja geil. Die sind ja niedlich. Ich hatte Die ja sind ja erst süß. den Plan, mit den Kälbern die in der Aufzucht zu nehmen und dann eventuell die Hoffnung, dass die dann im Stall als große Kühe existieren, aber leider Gottes funktioniert das nicht. Geht nicht? Nee, die kannst du wirklich nur so zur Aufzucht bzw. zur Mast nehmen in dem Sinne. Ah, okay. Hier ist das Milchhauslager quasi. Genau, und da gibt es ja dann auch noch, gibt es zum Beispiel im Shop die ganzen Dinger, wenn du da mal durchseppst, alles was zu den hiesigen Produktionen ist. Da gibt es ja, wir haben ja sogar auch eine Bäckerei, also einen Backofen direkt am Hof, Wo neben gibt dem es dafür Verkaufs. Objekte? Ja, genau. Fertigmixer, das ist ja Wahnsinn. Genau, die Buttermaschine kenne ich ja, den Juice Master. Genau, der macht Saft. Flüssigdünger. Mobile Mischdachshilfe, Feststoffdünger. Krass. Heftig. Ach, Inka gibt es ja auch noch. Stimmt, Ja, genau. Und du kannst Gemüse. sogar Brot backen. Sehr cool. Gemüsekiste, Gemüsekarton, Brotkiste, Obstkiste, ist der Wahnsinn. Wahnsinn, was hier alles dazu kommt. Setzlinge, Salat, Rubin, Rubin ist Sattelfalz, ach ja. Hundefutter. Ja. Für so einen Hund oder was? Ja, wenn man sich dann mal einen Hund zulegen möchte, kann man dann auch Hundefutter kaufen, würde ich sagen. Backhefe, na jetzt wird's verrückt. Ja, die Backhefe, wenn du da mal an dem Hof bist, Ja. und zwar, warte, ich bin gerade mal hingesprungen. Da hast du schon reingeguckt beim Backofen hier? Nee. Ja, guck dir das mal an, einfach mal am Hof springen hier. Ach, null. Okay. Krass. Da kannst du nämlich hier hinten den Teig und alles kneten und machen und tun. Wegnehmen. Also kneten lassen. Ja, geil. Oh, und dann kannst du den hier drinnen backen und dann verkaufen. Das fetzt ja. Das ist halt wirklich, also hier kannst du schön Zeit lassen, das muss man neidlos Ja, sagen. das sind so kleine Sisyphusarbeit dann, ne? Ja, das macht sich halt. Aber es Uiuiui. macht halt auch Laune. Alles nur produziert? Was? Na hier bei der netten Dame. Nö, das war schon. Ja, also jetzt mittlerweile gefüllt, das ist ja geil. So, dann wollen wir mal gucken, was ich mir hier Schönes raussuche. Oh, Farm Chips, Crispy Snack. Oh. Das ist natürlich so ein bisschen das Paradies hier für den Baba.
Na, hier noch so ein schönes Tri-Age. So, nee, da muss ich raus hier. Das wird nichts. So, was kann ich noch Schönes tun, Excel? Wir haben ja den Düngerstreuer am Hof stehen. Ja, der steht hier. Da könntest du derweil mal auf Feld 1 fahren. Ja. Da steht im Übrigen noch der Schöndier. Also du könntest mal auf Feld 1 springen, da ist nämlich ein Schöndier, den kannst du an den Hof fahren und dann könntest du vom Hof aus mit dem Schlepper auf Feld 1 fahren und das Ganze mal düngen. Also der ist fertig, der Johnny. Ja, den kannst du mitnehmen. Okay. Den muss ich eh nochmal umrüsten, weil da leider noch kein GPS drin ist. Das stimmt, er bringt hier die ganze Zeit. Kein GPS aktiv im Fahrzeug. Ja, vorher war der ganze Spielstand noch Singleplayer-mäßig. Ja. Und das habe ich halt noch ein bisschen angepasst, damit wir das hier auf dem Server spielen können. Weil passt bei Milo besser. Auf dem Server, ja, ja. Ja, weil er kann ja nicht beim normalen gehosteten Spiel dazu joinen. Ach so, der hat er ja wegen dem Nat-Typ. Ja, genau. Schlecht eigentlich. So. Ja, macht sich aber auch hier ganz gut, weil hier werden wir ja dann unser bald beginnendes Challenge-Projekt starten. Da bin ich ja auch gespannt. Da bin ich ja gespannt, ey. Ihr zwei Challenge. Ja. Also die Schnase wirst du ja wohl in der Pfeife rauchen. Ja, es ist halt der Ringele, ne? Der Ringele hat halt... Der ist das Blöde. Ist halt wirklich... aufgeweckter Hund bei sowas. Definitiv. Also da blöd ist er nicht, das steht fest. Der macht sich auf jeden Fall viel Gedanken, das kann ich jetzt schon sagen. Das auf jeden Fall. Da wird es auch nicht so Larifari werden, da muss ich dann auch mal sagen, okay. Nimmst es mit einem gewissen Grundhumor, aber nimmst dann trotzdem die Gedanken zusammen. Muss der, auf jeden Fall. So, dann fahre ich jetzt auf die 1 düngen, ja? Genau, dass da noch ein bisschen aber was reinkommt. Wie fühlt sich denn so an mit 10.000 Abos? Ja, es ist halt immer noch so ein bisschen, du weißt ja selber, wenn man sich irgendwo was erträumt und allem drum und dran, wenn dann irgendwann der Traum wahr wird, ist man halt dann doch schon irgendwo immer noch geflasht und ich müsste halt sagen, mit 10.000, wenn man das halt sieht, wenn man das hört, ja, es ist halt. Ich muss sagen, es ist halt wirklich krass, ne? Weil das schon ein Meilenstein ist, den erreichst du halt nur immer, ne? Ist klar, 10.000 erreicht man nur immer. Aber du verstehst, was ich meine. Es ist halt. Ja, es fühlt sich gut an, muss man ganz ehrlich sagen. Wer geschwindelt, wenn man sagt, nee, naja, gut, ist schön, ne? Aber ja, es ist einfach krass. Mehr kann ich da echt nicht. Ja, also 10.000 weiß ich noch. Also 1.000 waren damals bei mir. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, bei dir ging es jetzt noch etwas schneller wie bei mir, weil ich war halt damals, alleine. Ne? Ich habe halt, muss halt irgendwie schauen, wie. Aber wir haben dann auch so die ersten YouTuber-Projekte gemacht mit so 1.000 Abonnenten oder so. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, 10.000 war für mich schon eine echt heftige Zahl. Also das war für mich schon ein Meilenstein, irgendwie fünfstellig. Ja. Weil ich auch nie geglaubt hätte, dass es jetzt, also ohne Mist, ich habe halt auch nie geglaubt, dass ich mal sechsstellig komme. Weil sechsstellig ist ja so dann auch dieser erste Award, den man bekommt, mit dem silbernen Play-Button. Ich meine, vielleicht für den einen oder anderen nichts Besonderes, aber trotzdem ist es schon ein krasses Ziel. Und ich hätte halt nie gedacht, dass ich sechsstellig schaffe. Und deswegen ist das echt eine heftige Nummer. War 10.000 echt eine heftige Nummer für mich damals. Es ist halt, wie du schön sagst, es ist halt wirklich so ein gewisser Meilenstein, den man da erreicht. Ne? Mhm. So. Und klar, man nimmt sich, man macht das Ganze ja sowieso, weil es einem Spaß macht, allem drum und dran. Ne? Sonst bräuchte man es nicht machen. Genau, das merkst du auch. Wenn das keinen Spaß macht oder so, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Genau. Also jemand, der keinen Spaß dran hat, kann ich auch immer nur wieder allen sagen, die das auch probieren oder machen wollen oder da versuchen, ihren Traum zu verwirklichen. Wenn man keinen Spaß dran hat und keine Freunde und von Anfang an irgendwie rangeht mit hier, ich will Fame sein, ich will Geld verdienen oder was auch immer,
dann macht das keinen Sinn. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Genau. Da werdet ihr das nie packen. Ihr werdet das nie packen. Also bin ich sicher. Und du musst halt, für mich ist halt wirklich das Krasse, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass es durchaus Leute gibt, die sich dadurch unterhalten fühlen. Ne? Wenn du jetzt so, also man ist ja bestrebt irgendwo, man möchte ja die Leute auch an seinem Leben in dem Sinne auch teilhaben, an dem Spiel teilhaben, allem drum und dran. Und es ist klar, dass vielleicht der ein oder andere mit der Art, also von einem selber angetan ist, ne? Aber dass das halt auch so immens ist, da sage ich mir immer wieder, okay, ja. Es gibt Leute, die finden das komische Gesicht, was hier gerade so schön beleuchtet wird, durchaus das heißen? Akzeptabel. Nein, also wie gesagt, das ist richtig. Ich meine, es ist natürlich vom Vorteil klar, man kennt dich aus True Farming, man kennt dich von Survivor, man kennt dich von dem Mining-Projekt damals und so weiter und so fort. Also wir haben schon doch so einiges zusammen gemacht. Ne? Ja. Und ich muss halt auch dazu sagen, Axel ist halt auch schon lange im Team. Viele von euch wissen ja, dass wir ein eigenes Team haben, also der Physi und ich. Und Axel ist da im Mitte 19 dazugekommen, glaube ich. Ne? Im April 19. April 19, also über ein Jahr jetzt schon dabei. Und hat das Team mit Händen und Füßen immer von oben bis unten unterstützt, immer sein Bestes gegeben. Das ist absoluter Wahnsinn. Also es ist immer echt schön, wenn man loyale Leute kennenlernt. Loyalität, saubdummes Wort ist das, ist was, was heutzutage nicht mehr ganz so einfach zu finden ist, aber eine Charaktereigenschaft, die unglaublich bewährt ist. Also jemand, der loyal ist, das ist wie ein Sechser im Lotto, das ist einfach so. Und deswegen freue ich mich da eben auch, dass Axel da eben Anklang gefunden hat, dass ihr das mögt hier, dass so viele Leute ihn abonniert haben und ich gönn's ihm einfach. Also das hat er sich einfach verdient, das muss man ganz klar so sagen. Und ja, wie gesagt, er unterstützt ja nach wie vor das Team mit Händen und Füßen, das hat ja jetzt dadurch keinen Abriss oder sonst was. Im Gegenteil, Axel ist ja nun auch so ein Typ, der immer sagt, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse oder hier den YouTube-Kanal hinten an. Erstmal kommt das Team. Ich meine, gut, du bist auch in der Teamleitung. Ne? Das muss man auch dazu sagen, das ist auch keine unwichtige Position. Ganz im Gegenteil und alles. Und ja, das ist aber schon krass. Also das ist schon heftig. Wir haben echt viele Leute auf YouTube gesehen, kennengelernt, mitgenommen und was zusammen gemacht und so weiter und so fort. Aber ja, also mit den wenigsten, die wenigsten sind geblieben. Hast du ein Pärchen irgendwo? Nö. Ah ja. Aber wenn du möchtest, kannst du den gern kaufen nebenbei. Ah nee, alles gut. Also wirklich die wenigsten sind geblieben und so. Und das ist halt echt so eine Sache. Also das ist. Deswegen ist man dann immer manchmal ein bisschen vorsichtig. Aber ja, Ex ist echt ein guter Typ. Das ist halt, ne, da bin ich halt immer wieder, ja, es ist halt so, wie gesagt, das Team steht halt immer vorne dran. Und wenn jetzt unsere Chefs, also Tino und Freezy, wenn die sagen würden, hier, ich tue, das würde nicht passen, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann würden bei mir auch weniger Videos laufen, denn es ist halt so, einmal Team, immer Team und das Team steht halt über allem, außer über meiner Tochter und kommt noch vor meiner Frau. So. Der ist verrückt, der Karl. Der ist echt verrückt, ist der. Aber deswegen, ne? Kann man Axel auf jeden Fall auch gönnen, definitiv. Ja, Mann. So, ich habe jetzt noch ein Kärchen gekauft. Schön. Ich kann es einfach nicht ertragen, wie dreckig hier die Fahrzeuge jetzt sind. Ja, das lese ich ab und zu auch immer mal in den Kommentaren. Aber wenn sie dann, ich muss ja sagen, also solange man noch durch die Scheibe schauen kann, das ist ja alles kein Problem, ne? Da geht das schon. Aber wenn es dann vorne schon ein bisschen düster wird, ja, oftmals, ich muss ganz ehrlich sagen, oftmals vergesse ich das gern mal. Ja gut, ich sag mal so, wenn du hier alleine unterwegs bist, muss ich ja ganz ehrlich sagen, im Singleplayer würde mir das auch, würde ich da auch, es ist halt, dann versuchst du jede Sekunde, jede Minute sinnvoll zu nutzen und da bist du ja nicht hier, keine Ahnung, 10 Fahrzeuge mit dem Kärcher sauber machen. Ja, das ist richtig. Wobei, bei dir im Singleplayer damals hast du ja auch immer deine Fahrzeuge sauber gehalten.
Das stimmt, ja. Da warst du ja, da bist du ja wie ein Gubbi, was heutzutage ein bisschen nachlässig geworden ist, aber. Da haben wir dann. Gut, fällt gedüngt. Wunderbar, wunderbar. Ja, Tino, wir sind aber auch schon. Wir sind aber auch schon am Ende angelangt. Ja, Wahnsinn, wie schnell die Folge verging. Das ist schön, das ist wirklich krass. Also so schnell war für mich gefühlt die Folge auch noch nicht vorbei, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei mir verfliegt die Zeit einfach. Mit mir ist das so, mit mir ist es so schön. Da verfliegt die Zeit. Ja, ja. Natürlich. Nein, aber ich nochmal ganz kurz, danke für die Einladung auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass du das mit den 10.000 Abos geschafft hast. Das ist echt eine coole Sache. Das zeugt auch einfach daran, also es zeugt einfach davon, dass du auch wirklich bei der Sache bleibst, dass du hier regelmäßig deine Videos machst, dass du wirklich mit Spaß dabei bist, mit Ehrgeiz dabei bist und so weiter und so fort. Und sowas wird immer belohnt. Und ja, deswegen danke für die Einladung, dass ich hier beim CK Abonnenten-Special dabei sein darf. Durfte so, und wie gesagt, bei mir wird da diesbezüglich weiter nichts kommen. Wenn ihr da wirklich schauen wollt, dann müsst ihr jetzt zur Excel rüber switchen. Logischerweise, dann könnt ihr hier Farmer weiter gucken. Bei ihm da geht's, also hier gibt es echt viel zu entdecken. Das ist der Wahnsinn. So, ja, aber ja. Gut, machen wir da. Also, wollte ich jetzt hier. Genau, und wie gesagt, Tino, ich danke dir auch noch mal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Zeit gefunden hast. Hat mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Und ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder für heute. In den Videobeschreibungen unten findet ihr auch logischerweise den Link zu Tino. Und da immer schön bei den ganzen Projekten ein Abo und ein Däumchen da lassen. Denn ihr wisst, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.